Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, der Mr. Mystery hat mir wieder ein Paket zugeschickt. Ich habe ein ganz anderes eigentlich erwartet, als der Postbote klingelte. Hat mir das in die Hand gegeben. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich wusste nicht mal, dass ein Paket zu mir unterwegs ist. Ja, bin völlig begeistert. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin total gehypt erstmal und ja, schauen wir doch mal gemeinsam rein, was Mr. Mystery mir da eingepackt hat. Überraschungspakete machen immer wieder Freude, weil man weiß wirklich ja nicht, was sich da drin verbirgt. Also fangen wir an, wir öffnen es einfach. Es ist gut verklebt. Das ist auch immer wichtig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was sich da drin verbirgt. Na, Mr. Mystery wollte mich wohl voll überraschen. Oftmals schreibt er mich an und sagt, Mensch, ist deine Adresse noch richtig? Vorher, aber diesmal gar nicht. Und hat mir sozusagen, das Messer mal kurz wegpacken, dieses Überraschungspaket zusammengestellt. So, ich stelle es auf einen Stuhl, der hier vorne steht. Und dann schauen wir rein und ich greife direkt rein. Das erste, was ich sehe, ist ein Super Nintendo Modul. Ist schon ein wenig ausgeblichen, das Cover. Und zwar ist das Striker. Das sieht nach Tennis aus. Habe ich so jetzt noch nicht. Richtig cool, interessant. Wird mal ausprobiert. Tja, Teil 1. So. Müll. Und das nächste ist ein Comic. Popeye, 3 Hefte in einem Band. Das ist auch schon sehr alt. Ja, die Popeye-Comics sind von, oh, ich weiß gar nicht von wann die sind, aus den 90ern müssten die sein. Vielleicht sogar älter. Ja, sie sind wesentlich älter. 69 habe ich hier gerade gelesen vom Datum her. Dann könnt ihr noch mal ein Cover sehen und wie die Comics aussehen. Dazu muss man sagen, das sind diese 3 Heften in einem Band sind meistens aus den Retouren zusammengebaut. Deswegen sind sie auch oben unten beschnitten eben halt und manchmal fehlt ein Stück vom Dialog, haben wir auch schon gehabt. Das ist aber die Art und Weise, wie sowas produziert wurde. Ja, sehr interessant. Hier so meine Rätselzeitschrift für Kinder, eine Werbung. Ja, interessant, habe ich echt, ja, noch nicht so gesehen. So. Und dann erwarten mich Filme. Wow. Ein ganzer Batzen Filme und zwar Lara Croft Tomb Raider. Mit Angelina Jolie. Hier diese schöne Schuber-Edition. Richtig cool. Richtig cool. Ich finde das sowieso sehr, sehr spaßig. Das Booklet und überhaupt, das ist sehr schön aufgemacht. Und hier ist sogar ein Game drauf. Richtig cool. Wow. Richtig cool. Aber bei einem Tomb Raider DVD bleibt es nicht. Hier haben wir nochmal die reguläre. Das ist der zweite Teil, das ist der erste Teil. Die normale DVD. Hier so ein Schutzumschlag. So, der Film gleich noch einmal in dieser Single-Edition. Ja, jetzt kann ich wohl jede Variante sammeln. Das ist nicht das, was es sein sollte. Das ist ja mehr der Gag. Ja, und zwar Womb Raider. Ja, das ist zwar ab 16, aber das ist ja mehr die Erotikfassung davon. Ja, so hat man das auch damals ausgezettelt. Nicht schlecht. Sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Aber er hat mir ja wirklich das Tomb Raider Sonderpack gebracht. Interessant, achso, das hier ist genug gespielt. Das ist die Concord Home Edition. Die ist aber etwas schwerer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz leichte Unterschiede gibt es bei den Editionen, obwohl es der erste Teil ist. Wie ihr seht,
unterschiedliche Backcovers. Ja, so habe ich bald jede Variante zusammen. Ebenfalls auch hier, ne, habe ich von der Wiege des Lebens der zweite Teil, diese normale Fassung. Und das ist die TV-Movie-Fassung. Jo. Sehr, sehr spannend. Als nächstes sehe ich hier kleine Figuren. So, guck gerade, hier ist Verpackungsmaterial. Das bleibt auch so. Und hier habe ich kleine Wrestler. Kenne ich gar nicht. Einmal diese Figur. Einmal jene Figur. Und jene Figur. Hat schon was von Andre the Giant. Und der was vom Ultimate Warrior. Keine Ahnung, ob es was mit WWE zu, Wrestling zu tun hat. Also mit oder dem World Wrestling Entertainment. Aber ob das allgemein Gummi-Wrestler sind, habe ich so noch nicht gesehen. Richtig cool. Richtig cool, ist richtig was Besonderes. So, das ist auch nur Verpackungsmaterial. So, und dann haben wir das erste Game, was ich hier anlache. DJ Hero Starts a Party. Auch nicht schlecht. Dazu braucht man, glaube ich, irgendwie dieses DJ-Board. War auch richtig schön alles, vollständig. Nicht schlecht. Und das nächste Spiel hier. Grand Theft Auto 4 für die PlayStation 3. Auch richtig cool. Nicht vollständig. Karte, das CD fehlt. Ja, das ist gut zur Vervollständigung. Da wird sich bestimmt noch mal eine Dist fehlen, Dist finden. Denn im Endeffekt Handbuch und Karte, das ist schon was Schönes. Und man weiß, kann man vielleicht vervollständigen. Cool, sehr cool. Ja, das ist definitiv ein Hirnspender. Und danach auch, weil damit kann ich wirklich nicht viel anfangen. Ich bin kein Fußballspieler. Ich gucke zwar mal ab und zu Fußball, aber FIFA 16 für die Xbox One. Und auch hier ein Hüllenspender für die PlayStation 4. Und noch einer für die 4. Und noch einer für die 4. Da habe ich dieses FIFA-Set. FIFA 15 mit Messi. Auch vollständig? Ja. Also, achso, habe ich euch nicht gezeigt. Ist unvollständig. Ja. Dann FIFA 16, ebenfalls Messi. Auch hier ist FIFA 16 drin. Ihr könnt sehen, so, hier haben wir mal Xbox und PlayStation-Fassung nebeneinander. Und hier haben wir FIFA 17 mit Marco Reus, dem Dortmunder. Auch hier ist, aber hier ist nicht FIFA 17 drin. Denn hier ist, na, hier ist so ein Code drauf, den will ich euch nicht zeigen. FIFA 18. Also FIFA 17 fehlt mir. Ich sag ja, das sind Hüllenspender. So, das war's auch. Kleines Überraschungspaket mit ein paar Games, ein paar Figürchen und ein, also ich mag den Lara Croft Film mit Angelina Jolie. Hatte vor einiger Zeit den ersten Teil geguckt. Der zweite, den muss ich mir noch antun. Mal wieder. Oder mal angucken. Wahnsinn. Ein kleines, super cooles Paket. Danke, lieber Mr. Mystery, lieber Sven. Das war sehr überraschend, auch wenn ich mit FIFA nicht wirklich viel anfangen kann. Aber ja, das ist schon ein cooles Paket. Also in dem Sinne ist das echt cool. Diese verschiedenen Versionen der Lara Croft Filme, das werde ich mir nochmal genau unter die Lupe nehmen. Ja, das soll es auch gewesen sein. Denn mehr habe ich nicht. Paket ist leer, da ist nur Verpackungsmaterial drin und, oder? Ich habe schon mal was übersehen. Aber nein, hier bleibt es dabei, Verpackungsmaterial. Gut. Also, liken, teilen, abonnieren, kommentieren bitte, was sagt ihr zu diesem überraschenden, recht coolen Paket? Und ja, mal sehen, wann das nächste Mystery Unboxing kommt, denn ich erwarte noch ein anderes Paket, was auch schon wieder überraschend ist. Also, seid gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!